Wir sind im Rahmen dieser Velotour hier, die ausgestrahlt organisiert hat. Und wir sind der Mühlenberg-Ast, der hier das erste AKW in der Schweiz ist, der abgestellt ist und im Rückbau. Wir werden die Abschaltluft von Mühlenberg jetzt zu den anderen Schweizer AKW in Betznau, Leibstadt und Gösgen bringen. Die Schweiz hat bekanntlich den ältesten AKW-Park der ganzen Welt. Und es wird jetzt endlich Zeit, die Kraftwerke stillzulegen. Die entsprechen schon lange nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Wenn heute so ein Werk müsste ans Netz gehen, würde es niemals eine Betriebsbewilligung kriegen. Und je älter die werden, desto schlimmer wird es mit der Sicherheit. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unser Widerstand nicht. Zukunft ist erneuerbar, wann wird euch das klar? Am 19. September 2008 stand ich schon einmal hier in Bänken auf diesem Podium. Da die Problemlage immer noch genau dieselbe ist, werde ich meinen Vortrag von 2008 mit ein paar aktualisierenden Anpassungen nochmals genau gleich halten. Und als erstes würde ich selbst analog zu der bekannten Kampagne der Zürcher VBZ, bei der die Trams mit dem Claim "Ich bin auch ein Schiff" oder "Ich bin auch ein Bus" angeschrieben waren, erstmal groß auf sämtliche Kühltürme der Schweizer AKWs schreiben: Ich bin auch eine Bombe. Wenn Sie morgen Betznau besuchen, beachten Sie, dass dieses Werk auf Schwemmland der Aare gebaut wurde. Das letztjährige Extremhochwasser im deutschen Ahrtal lässt erschreckend grüßen. Steigt das Wasser hier im Fluss, dam, 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 dam. Hält das, wenn sie hacken unter Verschluss, dam, dam. Die Atomenergie hat nicht nur eine strahlende Zukunft vor sich, sondern vor allem eine strahlende Gegenwart. Ein Drittel der französischen AKWs sind abgeschaltet, weil sie rosten. In Fukushima ist das zerstörte System seit 11 Jahren immer noch am Abkühlen. Und niemand weiß, wohin mit den Millionen von Kubikmetern radioaktiven Kühlwasser. In Saporischschja steht das größte AKW Europas mitten in einem Krieg und wurde gerade vom Strom genommen, weil die Stromzuleitungen zerstört sind. Und wissen Sie, ein abgestelltes AKW ohne Stromzufuhr, das ist wie wenn man einer Kuh 200 Kilo frischen Klee zu fressen gibt und ihr dann gleichzeitig das Arschloch mit Kontaktkleber zuleimt. Stopp den Wahnsinn, wir wollen den totalen Ausstieg. Ausstieg, 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 Ausstieg. Mit dem Rückbau des Atomkraftwerks Mühlenberg hat auch in der Schweiz der Einstieg in den Ausstieg begonnen. Aber was bleiben wird, ist der Atommüll. Oh, du Ausgeburt der Hölle, schrieb Goethe im Zauberlehrling. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Sicher, meine Damen und Herren, sicher ist nur das Risiko. Hier im Untergrund, in 600 Meter Tiefe, sollen 100.000 Kubikmeter hochradioaktiver Abfall deponiert werden, der während Jahrtausenden weiterstrahlt. Mehr als 30.000 Generationen werden in diesem Zeitraum noch von den Folgen der Atomtechnologie betroffen sein. Und seit Christi Geburt sind übrigens, naja, schätzt mal, wie viele Generationen vergangen sind, gerade mal 60. Ist neben dem Zürcher Weinland und nördlich Lägen im Fadenkreuz der Nagra. In den Aargauer Tiefen sollen Rüebli, Reben und Kartoffeln wachsen und kein Atommüll verbuddelt, vergraben werden. Der Regierungsrat hat sich deutlich gegen ein Endlager im Aargau ausgesprochen.
Es stünde im krassen Gegensatz zur nachhaltigen Wirtschaft in der Region. Hier ist ein Zentrum thermischer Quellen, aufsteigendes Wasser aus großer Tiefe. Ist es klug, im Wasserschloss der Schweiz Atommüll zu graben? Der Bözwerk hat geologische Risiken, das kommt noch dazu. Es gibt Brüche in den Gesteinsschichten. Es gibt Störungszonen. Es ist ein tektonisch aktives Gebiet. Das heißt, geologisch kann es zu Überraschungen kommen, auch im Untergrund. Wir stehen ja hier vor dem ENSI, dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat. Und diese Sicherheit, die das ENSI meint, ist eine ganz andere als die Sicherheit, die wir wollen. Wenn ihr nicht fragt, erhält ihr Strahlenschutzcreme und Jodtabletten am Empfang des ENSI nebenan gratis. Wir wollen ja eine Sicherheit der Menschen, der Umgebung vor diesem AKW. Und das ENSI versteht als Advokaten der Atomwirtschaft, die sicher noch möglichst lange laufen können. Unsere zukünftige Energieversorgung ist der Willkür von Lobbyisten und Oligarchen schutzlos ausgeliefert. Das ist möglich, weil die Schweizer Beschwörungsformel, AKWs könnten betrieben werden, solange sie sicher sind, die Bevölkerung in eine Schockstarre, respektive in die kollektive Verantwortungslosigkeit versetzt hat. Es ist traurig, wir haben schon vor 20 Jahren gesagt, wir brauchen einen geordneten Atomausstieg, wir müssen rechtzeitig Kapazitäten schaffen, um den Strom zu ersetzen. Es ist nichts passiert. Es ist von bürgerlicher Seite blockiert worden, verhindert, verzögert, auch heute noch. Bei der Energiezukunft ist es mir wichtig, dass die erste Prämisse ist, das Hinterfragen, für was wir eigentlich heute alles Energie verbrauchen. Etwa ein Drittel des ganzen Stromverbrauchs ist schlichtweg für den Betrieb ohne Nutzen. Und jetzt haben wir tatsächlich aufgrund von externen Faktoren, vielleicht der Winter, Strommangellage, aber dem können wir super begegnen, wenn wir einfach würden unsere Stromeffizienz vor allem auffahren, tiefere Temperaturen beim Heizen, Standby abschalten, ganz einfache Massnahmen. Und dann haben wir kein Problem, über den Winter zu kommen und können Betznau und die anderen AKW auch nächste Jahre vom Netz nehmen. Dam, dam. Marmor, Stein und Eisen nicht, aber unser Widerstand nicht. Zukunft ist erneuerbar. Wann wird euch das klar? Schweiz ohne Atomkraft. Wow. Liebe Leute, unser Kampf für eine sichere Zukunft ohne atomaren Risiken und für eine lebenswerte und sichere Zukunft mit erneuerbaren Energien wird weitergehen müssen.